invited Lyra to my daughter's tunnel. Oh, everybody's invited in, Dr. Daddy. It's a place so wonderful, nobody ever thought to leave. Wir hier rüber gehen lieber außen rum, bin ich ganz ehrlich. Wenn schon mal drei Herzen einsacken, zwei weitere. Heißt, man muss immer nur zwei. Immer nur zwei. Gott, ich bin so aufgeregt, dass ich völlig vergessen habe, was ich sagen wollte. That's two. Two tickets. Hat er doch nicht so laut, du lockst die doch an, du. Das hat er ja. Wir waren eigentlich rechtzeitig drin. Wir waren ja schon genau hier. Diesmal hat es geklappt. Geh bloß weg, wir haben auch keinen Gegengefilm, nur Herzen dabei. Vielleicht können wir uns auch davon eins reinsnacken. Die sollen ja auch in manchen Kulturen tolle Wirkung haben, ne? Der Vogel ist ja noch viel schlimmer als der andere. Den mit dem Mr. Machete, der ist ja völlig egal. Dann können wir ausweichen, wegrennen. Aber wenn der uns trifft, müssen wir uns erstmal wieder so einen Scheiß Antipsycho... Was macht der? Psychose, verursacht, sagt er bei uns, ne? Ein Antipsychose-Serum reinfahren. So. Ich hoffe, der Knick ist schon wieder nach Hause gefahren. The last one ist. Wir gehen jetzt hier rechts durchs. Wir gehen jetzt hier links durch. Links, rechts. Einfach links und dann rechts. Alles easy. Hier schon. Schau mal, Mr. Machete. Mr. Machete. Alles gut. Das ist doch nicht Mr. Machete. Das klang jetzt gerade. War das jetzt die Clown-Oma? Nee, ne? Die kommt jetzt gefälligst noch nicht. Wir haben jetzt hier schon genug Stress mit den beiden Typen. Da können wir jetzt nicht nur die Clown-Oma gebrauchen. Echt nicht. Auf keinsten, wie man so schön sagt. Auf aller keinsten. Ich glaube, wir können wieder raus. Ist auch gar nicht richtig, ne? Wir hätten nur einen weiter gemusst. Gucken wir es nochmal an hier. Dann da durch und dann rechts. Okay, links durchs Tor, dann rechts. Das alles ganz Suche. Ganz Suche und Chillo. Hier und dann rechts durchs Tor. Falls jemand kommt, gehen wir hier ins Fass. Okay. Gucken, ob die irgendeine Reihenfolge haben. Ich bin feige, ich geb's zu. Aber wir haben halt nichts dabei. Keine Medicine. Kein Antipsych. Hotix Serum. Hahaha. Da ist er. Kann er vergessen. Kommt er jetzt zurück oder geht er da vorne weiter lang? Ich höre ihn nämlich noch atmen. Ich höre nicht mehr atmen. Das ist sehr gut. Ich bin hier schon wieder falsch. Sich bestimmt hier und dann da. Ah ja. Mhm.
Alter, krass. Krasse Ritterrüstung, Bruder. Geil. Wir schleichen nicht, ja, wir gehen ganz normal. Öffnen erstmal das hier, nehmen das mit. Ciao. Boah, gar nicht so rumkreischen und krächzen, der Vogel. Wir gehen hier ganz entspannt, ganz vorsichtig außen rum. Ist er jetzt hier oder ist er... Ah, oh, das ist auch so nebelig ist. Tut das denn Not? Tut das denn Not, dass das hier so nebelig ist? Komm, hier ist ein drittes Ticket, Bruder. Hier, bitte. Warte. Wir gehen nochmal kurz hier hin, wo wir keine Herzen mehr brauchen. Nehmen wir mal kurz das hier auch noch mit. Oh, da geht schon meine Stimme weg fast. Hatten wir noch irgendwie Medizin oder was in die Richtung? So eine Spritze. Na komm, bevor wir nichts mitnehmen, nehmen wir das mit. Bin ich ganz ehrlich. Hier lag sonst auch nichts. Ein Dietrich. Nehmen lieber einen Dietrich mit. So. Jetzt geben wir ihm sein Ticket und dann gehen wir hier in die... Diesmal bleibe ich hier drin. Gar was passiert. Scheiße. Denn so eins haben wir ja jetzt nicht. So ein Anti-Giftmittel, ne? Eine Psychose will ich jetzt nicht haben. Denn dann kommt, wenn wir gleich das Ticket abgeben, dann ist der komische, wie ist er denn nochmal? Slenderman nicht, nee. Wie ist denn der, der immer kommt? Irgendwas mit Man. Skinnerman hieß er. Nicht besser als Enderman, bin ich ganz ehrlich. Ich will mal ein Ticket da abgeben. Ist er jetzt wieder weggefahren? War das das Geräusch des Fahrstuhls? Oder ist er hier nochmal erneut rausgekommen? Komm. YOLO! Hier, geben wir mir sowas von das Ticket ab. Hier, bitte. Hör auf den Typ, warte hier. Ciao. Ciao, 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 ciao. Oh nein. Nein. Look at that pretty face. Well, who invited Zara to my daughter's tunnel? Oh, everybody's invited in, Dr. Daddy. It's a place so wonderful, nobody ever thought to leave. Oh, Oma! Sei doch nicht so verreckt! Guck erstmal hier, wenn wir noch was aufsammeln können. Hier, da haben wir was ganz genau was gesehen. Denn in diesem Raum dürfen wir nur unsere Ruhe haben. Hier ist alles abgesperrt. Ach, wir können hier wieder reingehen. Nee, nee, wir kommen nicht zurück. Einerseits schade, andererseits sehr gut. Wir füllen mal unser ganz kleines, nicht vorhandenes Leben wieder auf. Wir haben dann den Dietrich. Schauen wir mal hier in die Schränke rein. Verstecken können wir uns hier. Das wird bestimmt noch nötig sein, aber jetzt noch nicht. Das hier ist jetzt, wie ist das? Wurzelfluss? Nee. Doch, ne? Ah. Wie hieß denn das? Irgendwas mit Wurzel. Wurzelkanal. Wurzelkanal, genau. Ah. Ah. Ah, warum? Will den Kindern doch gar nichts tun. Oh, die Kinder sind böse, ne? Komm, nehmen wir mit.
Ich würde lieber so ein Narkotikum, ne, nicht Narkotikum, so ein Beruhigungsmittel finden. Hier so ein Antigift, ein Gegengift. Und doch, Dietrich, jetzt habe ich den Dietrich weggeschmissen. Ich bin so, so unfassbar dumm. Vorrichtung kann nicht getauscht werden. Ach so. Das wollte ich auch gar nicht, gebe ich zu. Das ist alles so aufregend. Ey, das war voll da drin. Oh Gott, das wird ja kompliziert. Ach gut. So. Aber wir nehmen das hier mal. Das ist, glaube ich... Und nehmen das noch mit. Da haben wir drei Batterien. Erstmal, okay, weil ich mich erstmal umschauen wollte. Denn ich hoffe jetzt, wo hier nach vorne, wo es noch zu schieben... Oh Gott. Wo es hier noch zu schieben gilt... Passiert hier vielleicht noch nichts? Nee, 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 nee. Die entriegen wir von der anderen Seite. Könnt ihr alle vergessen, nicht? Denn ich hoffe, hier vorne ist dann die Oma noch nicht dabei. Oh, es ist alles schrecklich. Hä? Und jetzt, wo soll ich den verstecken? Wieso kommt denn der komische Giftvogel hier auch hin? Kann der nicht mal irgendwo wegbleiben, bitte? Das ist schon alles schlimm genug ohne den, ey. Jetzt warten wir hier und warten wir hier. Ich sag noch schön, wir haben da unsere Ruhe, weil die Oma wahrscheinlich noch nicht da ist. Von wegen kommt halt der komische Typ. Hier haben wir nie unsere Ruhe. Es ist von vorne bis hinten einfach nur Gewalt, Gewalt, Gewalt. Ich weiß doch nie, wann der weg ist. Ich höre ihn jedenfalls nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ach, guck mal! Das war diesmal gar keine Leinwand. Das war einfach tatsächlich hier einfach hinter, war sie. Oh man, why das denn? Ach, Kinder, ihr seid auch richtig bescheuert. Ich mag euch überhaupt nicht gerne. Ich schau mich hier erstmal um. Oh fuck! Und wir haben keinen. Oh nein! Legt's mir du alle am Arsch. Ist der Vogel auch? Jetzt haben wir hier drei Leute oder was? Dann haben wir hier die Machete, dann haben wir hier den Gift-Heini und die Oma. Wir haben kein Narkotikum. Wie sag ich mal Narkotikum? Kein Gegengift. Ich muss den Wagen da schieben. Was ist denn da? Ach, nur was Reflektierendes. Danke für nix. Ist der Typ jetzt hier weg? War weit genug weg, ne? Gott, ist das alles krank! Erstmal als erkunden, tut mir leid, wenn ich weiß, wo ich mich verstecken kann, etc. Bevor wir die Kinder schieben. Ach, geil. Das ist immer das Wichtigste, das sind Batterien. Warte, können wir uns kurz reinfahren? Wir haben gar keine Vergiftung bekommen, ne? Eben durch dieses, durch den Pfeil da. Durch die Türfalle. Stairs. Was, der ist für ihn ja nach oben und oben war die komische Frau. Dementsprechend möchte ich relativ ungerne. Oh!
Jetzt müssen wir wieder hier in dem gleichen Raum sein, bei den Stairs, genau. Und ich hier? Ah, mich verstecken. Okay. Stairs. Nö. Aufbrechen tue ich hier überhaupt nicht. Das könnt ihr echt alle vergessen. Okay, der läuft aber da draußen rum. Wird von den Dingern einfach nicht attackiert. Ist okay. Schau, dass der mal stirbt von dem Kram. Da kann man hoch. Okay. Wieso nehme ich die Maske ab? Waren wir hier schon gewesen? Ach, hier ist das. Ja, hier ist alles, jetzt kann man so bekannt vor. Das kommt mir überhaupt nicht. Jetzt kommt mir gar nicht bekannt vor. Okay. Ach, doch nicht abnehmen. Ich bin so dumm. Ich so aufgeregt bin. Jetzt kann ich es abnehmen, doch nicht. Ach doch, okay, kommt mir doch bekannt vor. So, okay, wir schieben euch mal. Schalte die Sperrschranken aus. Das dort vermutlich, aber wie soll ich das machen? Folge die Batteriekabel. Haben wir eben schon mal hier. Save the children! No matter what! Oh, Bruder, Schwester, was auch immer du bist, geh bitte weiter mit deiner Machete. Danke. Ich muss nämlich den Kabeln hier folgen. Wo sind die Kabel hin? Hier. Ah, okay. Warte, dann können wir jetzt schon mal hier so eine Seite nochmal einsetzen. Die nehmen wir dann auch gleich mit. Ist mir egal. Nehmen wir direkt mit. Die nehmen wir direkt mit. Her, wird ausgeschaltet. Haben wir doch ausgeschaltet, den Scheiß! Muss ich hier irgendwas noch machen? So, dann mal ganz im Ernst. Ich folge nochmal dem Kabel. Piss dich, wir haben das zweite ausgestaltet. Ist auch gut. Aber nicht so gut. Wie beide. Komm, jetzt geh vorbei, du alte Frau. Oder du klingst eher wie eine Frau, ehrlich gesagt. Ja, das weiß man heutzutage. Vor allem in diesem Spiel weiß man ja überhaupt nicht, wer irgendwas ist. Du bist tot, das weiß ich mit Sicherheit. Du bist tot, das weiß ich ganz bestimmt, ey. Okay, hier ist das andere direkt. Ciao.
Ciao, einfach ciao. Sie echt nicht mitbekommen? Lol. Wie soll man das denn da abschalten überhaupt? Scheiße, da ist wahrscheinlich dann da oben die Stairs hoch. Ich weiß es doch ganz genau. Ich sehe es doch schon kommen.